Also Herausforderungsmodus, ausschließlich Audio. Wir haben ein paar Ausrüstungsstücke für Tonaufzeichnungen in die Hände bekommen. Hier wirst du deine Ohren nutzen müssen. Finde die korrekte Geistertype heraus in Sunny Meadow. Ich denke, die wollen darauf hinaus, dass wir den Geist finden anhand von Parabol. Aber wie genau, das schauen wir uns jetzt mal an. Und Sunny, oh nein, oh doch. Kein EMF. Keine Videokamera. Dann auch keine Stative. Kein UV. Ja gut. Keine Räucherstäbchen, 100% Sanity. Darüber könnte man Orbs sehen, wenn man in der Gruppe arbeitet. Danke dafür. Ja gut. Ja, ist schon schwierig jetzt, ne? Kein Thermometer. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Es gibt kein Thermometer. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Okay. Das ist natürlich echt schwierig. Also ich würde hier raten, allen mit einem Mate das zu machen. Einfach schon alleine wegen den Orbs. Du scheinst Sunny Meadow zu lieben. Ich habe nichts gegen Sunny Meadow. Also wirklich gar nicht. Wenigstens ist es ein T3-Parabol. Da sehen wir deutlich mehr, wo der Sound herkommt. Das ist für dich doof ohne Thermometer, weiß ich jetzt nicht. So, mal gucken, was haben wir denn für einen verfluchten Gegenstand? Keinen. Okay, also man möchte, dass man wirklich auf dieses Parabol zurückgreift. Ja, dann machen wir das doch. Gut. Warte. Strom ist, glaube ich, nicht an. Strom ist kaputt! Hm, Dankeschön. Richtig, richtig. Supidupi. Gib mir ein Zeichen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das Wetter geskriptet ist. Also, dass man gesagt hat... Aha. Da hat man Parabol was gesehen. Dass man gesagt hat, okay, man muss auch starkes, also starker Regen sein, damit man wirklich Parabol nutzen muss. Wisst ihr, was das Schlimmste wäre, wenn wir keine Sanity verlieren würden? Warum wäre das schlimm? Mir würde es super helfen, wenn ich wüsste, wo der Geist ist. Scheiß auf Sanity. Also wenn ich jetzt wirklich schlechte Sanity Drop habe, wird der halt super selten bis gar nicht handeln. Das bringt mich ja nicht weiter. Wenn er jetzt irgendwo jagen würde. Aber ich glaube, die Türen sind alle zu. Das könnte auch gut sein. Aber das ist okay, okay, okay. Wenn das voreingestellt ist, das war auch wieder Ambiente, das war nicht der Geist, der Ausschlag. Wenn das voreingestellt ist, dass alle Türen zu sein müssen und wir haben super viele Versteckmöglichkeiten, dann bedeutet das, dass dort, wo die Tür offen ist, logischerweise der Geist sein müsste. Ambiente. Ambiente. Also ich sage Ambiente für die Geräusche, die von der Map halt kommen, ne? Und nicht vom Geist. War jetzt nicht besonders smart. Aber ich glaube, dass mit den Türen, dass man auf die Tür anachtet, ist hier key. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Wäre natürlich gut, wenn man einen Geist hat, der sehr touchfreudig ist. Schisserknifflef, was ist das denn für ein Wort, hör mal. Meine Damen und Herren...
Wir haben Geisterraum. Zugegeben. Also, anders. Der hat ja hier durchs Parabol gesprochen, ne? Und ich habe das Parabol gehört, aber er hat hier halt auch mitgearbeitet. Andererseits, ja, die Tür von diesem Raum ist hier, ne? Hier, über diese Technik hätten wir niemals den Geisterraum gefunden. Aber okay, wir haben ihn. Mich würde jetzt interessieren, wie viel Sanity haben wir verloren? Weiß nicht, wie lange wir drin waren. Weil ich dumm bin, laufe ich in die falsche Richtung. Vielleicht 5 Minuten? Maybe? Wir haben ehrlich gesagt nichts an Sanity verloren. Nichts. Das ist lächerlich. Der Geist wird wahrscheinlich gar nicht handeln. Wie scheiße ist das denn? Also warum ist das Mist? Wir bekommen so viele Informationen über die Jagd von dem Geist. So viele. Aber wir haben halt auch nicht alle Beweisstücke. Ja, das werden lange Runden, befürchte ich. Vielleicht kriegen wir einige Events. Das würde ich mir wünschen. Wodurch unsere Sanity halt wie. Niedrig, war da gerade was? Bist du hier? Bist du jung? Bist du alt? Bist du sexy? Was willst du? Bis hierhin ist er gnädig, ne? Also, wir haben ein Buch, wir haben eine Box. Das schließt ja nur noch 5 Geister aus. Sind noch drin. So ein Mist. Gefrier können wir nicht rausfinden. Wird ewig dauern, wenn es Moroi ist, wäre das großartig, weil dann wird man es ja nicht jetzt droppen, ne? Poltergeist. Müssen wir halt ein bisschen beobachten hier. Mare. Dazu, wenn Deo wäre richtig gut, ne? Ja, alle Beweise sind noch drin. Deo wäre halt noch Dots, das könnte man noch sehen. Ja, Deo gehen könnte ich mit der Box triggern. Ich stand schon gerade sehr tief im Geist drin, wenn du verstehst, was ich meine. Der hätte da was sagen müssen. Aber Deo finden wir auch raus über die Dots. Ja, Buch, Bock, Dots wäre Deo. Ich habe noch Hoffnung. Mare können wir hier mit triggern. Poltergeist über einen Polywurf halt, ne? Ein Polterhaufen hier zu machen ist aber auch lächerlich. Also mit was willst du einen Polterhaufen machen, ne? Hier hat schon eigentlich alles angegrabbelt, ne? Aha, wir haben Dots! Hat mich mein altes Auge eben doch nicht getäuscht. Ciao! Ich bin raus hier! Das war wie aus dem Lehrbuch. Das war lucky. Aber schauen wir mal, ne? Also, wir haben diesmal Gott sei Dank alle 3 Beweise gekriegt. Aber guck doch mal, wir waren jetzt so lange drin und 88%. Beziehungsweise 91% haben wir immer noch. Wir haben jetzt kein Event, aber das wären lange Runden, kann ich mir vorstellen. Vor allem, wenn man alleine spielt. Nice. Okay. 1 vor 3 erledigt. Encore une fois.
Wir wissen ja jetzt, worauf wir achten müssen. Wir müssen achten auf offene Türen und wir gehen mit dem Parabol rein. Das in Kombination sollte schon ziemlich cool sein. Buch nehmen wir mit. Damit der Geist reinschreiben kann. Marina, einen wunderschönen Montagmorgen, Roland und Chat. Danke für die 100 Goldstücke. Annika, danke schön für die 100 Bits, danke schön. So, Strom ist defekt. Das ist wieder Ambiente gewesen. Ja, Chat, wenn ihr irgendwie eine offene Tür seht und ich laufe dran vorbei, weil ich dumm bin, sagt was. Nein, sieht so aus. Wait a minute! Ich habe was gehört. Der Atem hat nichts zu sagen, leider. Der hat was geworfen, ne? Gerade wieder. Ich frage, ob hier oder hier. Hier schneidet's rein. Gib mir ein Zeichen. Bild weitermachen, mach das. Der scheint hier was geschmissen zu haben. Das Buch liegt da, glaube ich, auch nicht normalerweise. Wir haben halt kein EMF, ne? Okay, wir legen mal das Kissen hier. Mein Gott. Neben. Ja? Damit wir ungefähr wissen, wo das Buch lag, nicht, dass das Buch kickt und dann irgendwie irgendwo anders aufkommt. Zack. Natürlich haben wir einen richtig blöden Weg. Ziemlich weit weg. Er hat die Tür angegrabbelt. Wir machen die Tür hier mal zu. Was uns aber leider nichts bringt, weil wir kein UV haben. So, zurück im Van. Da sieht alles okay aus, also nicht irgendwie MF5-mäßig. Ein Buch haben wir drin, eine. Das nehmen wir mit, Buch nehmen wir mit. That's it. Wieder rein da. Sodale. Wir sind wieder da. Buch hat er gekickt. Mal kurz gucken, ob er reingeschrieben hat vorher. Nein. Bist du hier? Bist du jung? Bist du alt? Bist du sexy? Und bist du hier? Und was willst du? Okay. Was heißt das für uns? Für uns heißt das, wir kriegen kein Buch mehr. Er hat das Buch gekickt, was sehr deutlich macht, dass er nicht mehr Buch geben wird. Box hat er uns auch noch nicht gegeben. Ich glaube, wichtig ist hier tatsächlich, dass man zu zweit spielt und einer steht hier halt mit der Kopfkamera, sodass man sehen kann, ob sich was bewegt, wenn ja, wie viel. Also ob sie, ob man Dots kriegt, ob man Orbs sieht. Was auch nochmal interessant ist oder was ich für Tipps geben kann, nicht im Discord quatschen. Für uns ist jetzt auch sehr wichtig, macht er an unterschiedlichen Orten irgendwelche Interaktionen? Wenn ja, müssen wir uns mit einem Zwilling beschäftigen. Das ist aber wichtig, dass man halt auch alle Interaktionen mitbekommt. Okay. Türmarker. Türmarker zweimal. Wir haben kein Buch. Wir haben auch kein Salz, oder? Okay, ich würde Box tatsächlich schon ausschließen. Bist du hier? Aus dem einfachen Grund, weil der hätte reinsprechen müssen. Ich bin direkt da zu diesem Event hingegangen und dann war da nichts.
Dots hätte wahrscheinlich auch schon machen können. Es sei denn, wir haben Goryeo, ne? Boah, ist das bitter. Ja, was machen wir jetzt? Also, wir könnten jetzt hier die ganze Zeit rumschimmeln und hoffen, dass unsere Sanity runtergeht. Das können wir machen. Wir können den Hand nicht provozieren. Onru ist auch nicht mit dabei. Nehmen wir an, wir haben keine Dots. Dann wäre es ein Hantu, Jin oder Obake. Hantu, Jin oder Obake. Das war das dritte Event, was wir gekriegt haben. Oder vielleicht sogar das vierte schon. Wir machen das anders. Wir schließen alle Geister aus, die das hätten. Raichu. Und Oni. Okay, pass auf, wir fahren. Und überlegen uns im Van, was wir nehmen, was unserer Meinung nach am realistischsten ist. Weil ich warte jetzt nicht Ewigkeiten auf einen Hand. So, zurück im Van. 60% Sanity. Okay, dann lass uns mal gucken. Es kann einfach jeder Geist sein. Es kann wirklich jeder Geist sein. Von denen, die hier noch stehen. Box würde ich tatsächlich einfach komplett ausschließen, weil wir keine gekriegt haben. Also auch, wo wir direkt auf dem Geist hätten standen müssen, ne? Jinhantu, Goryeo, Obake. Ich gehe mit dem Jin. Warte mal. Jin wäre EMF-5. Nehmen wir an, wir haben kein EMF-5, weil wir hier keinen ordentlichen Ausschlag haben. Der vielleicht, aber der Dreier, ob der reicht. Dann bliebe nur noch der Hantu. Dann, das kann ich wenigstens verargumentieren. Wir nehmen den Hantu und gucken mal. Das kann ich wenigstens verargumentieren. Es war der Goryeo! Es war der Goryeo! Ah, oh, hat der mich getrollt. Hat der mich getrollt. Marina, moini, hi. Ja, mich, du mich auch. Mann. Ich glaube nicht, dass der Raumwechsel bei der Challenge an ist. Aber was weiß ich schon. Gib mir ein Zeichen. Aha, aha, aha. Hier ist die Tür offen. Da spricht der Geist mit uns. Was nicht so gut ist, ist, dass so viele Sachen hier drin sind. Wie machen wir das denn jetzt hier? Wir haben einen Lichtschalter, was sehr gut ist. Okay, packen wir mal hier hin. So, wir haben jetzt hier keine große Interaktion Richtung EMF-5, was okay ist. Den nehmen wir mit und den nehmen wir mit. Ein Fotoapparat würde ich mitnehmen, wenn es irgendwie zweifelhaft ist, ob wir ein Phantom haben oder nicht. Okay. Das, was anderes ist mit der Box, das ist ein komplett anderes Thema. So. Er hat ins Buch geschrieben, ich liebe alles daran.
Ciao. Bist du hier? Es wird immer besser. Also, Box, Buch. Spirit können wir nicht testen. Dots wäre so gut. Dann hätten wir ein Deo. Ich glaube aber nicht, dass der Geist uns diesen Gefallen tut. Moroi. Moroi werden wir jetzt verflucht, was sehr gut wäre. Boxbuch sagt der Untertitel. Ich habe keinen UV. Ich kann die Fingerabdrücke nicht kontrollieren. Gib mir bitte ein Zeichen. Mara ist noch drin, ne? Ja. Mara ist noch drin, aber es sieht nicht danach aus, dass wir Dots kriegten. Mühling ist auch nicht mehr drin, ne? Ne, schade. Was heißt, man wäre verflucht? Der Moroi. Kannst du dir vorstellen, wie ein Vampirgeist? Dieser Vampirgeist funktioniert so, dass der dich verflucht. Und wenn du verflucht bist, dann sinkt deine Sanity überproportional schnell. Das lässt sich zum Beispiel sehr gut feststellen, wenn du bei Licht und Kerzenschein in einem Raum stehst. Dann wird die Sanity normalerweise nicht runtergehen. Oder ganz, ganz wenig nur. Wenn du aber verflucht bist, wird die Sanity droppen. Du kannst verflucht werden über das Parabolmikrofon und die Box. Wir hatten beides schon. Also, wenn ich jetzt gleich wieder zurückgehe, wir hatten noch kein Event. Das heißt, unsere Sanity müsste noch richtig stabil sein. Wenn die Sanity aber überproportional runtergegangen ist, haben wir ganz sicher einen Moroi. Mimik kann es auch nicht mehr sein, wir haben ein Buch. Maro und Poltergeist wäre machbar. Ja. Hier diesen Lichtschalter-Trick kann man alle 10 Sekunden machen, in der Hoffnung, dass die Mare automatisch den Lichtschalter runtermacht. Das funktioniert auch, wenn der Strom kaputt ist oder aus ist. Es geht da tatsächlich nur um den Lichtschalter. Das ist ziemlich gesprächig, ne? Ja, schon ziemlich gesprächig. Poltergeist spüre ich gar nicht. Der macht nicht wirklich viel. Ja, ich bin auch gespannt auf unsere Sanity. Pass auf, wir gehen mal zurück. Wir gehen mal zurück. Der hat ja jetzt auch ein bisschen was an Interaktion gemacht. Wenn wir uns beeilen, sehen wir vielleicht sogar noch was auf dem Sanity Board. Oder auf dem Aktivitätenboard, genau, so meine ich das. Pat, ich finde dich auch sexy. So, mal gucken. Davina, hi. Es gibt kein verfluchtes Objekt. Keinerlei Aktivität. Die Sanity ist immer noch hoch. Würde eher sagen, kein Moroi. Jetzt macht er ein bisschen was. Aber auch nicht wirklich überzeugend. Wegen des Moroi-Fluchs, ne? Wenn ich im Van stehe oder außerhalb des Gebäudes, geht die Sanity auf keinen Fall runter. Es geht nur darum, im Geister, also nicht im Gebäude zu sich zu befinden.
Du sagst eine Mare. Deo Geisterbox. Ja, aber Deo müsste auch Dots geben. Und Dots hatten wir halt auch wirklich nicht. Ah, ist ein Dreier. Ausschlag. Kommt der Sache ein bisschen näher. Wenn es EMF5 wäre, wäre es ein Spirit. Also ein Dreier-Ausschlag kann ein EMF5 sein, muss es aber nicht. Pass auf, wir fahren. Wir fahren. Ich habe ein bisschen Sorge, dass wir keinerlei weitere Informationen bekommen, die uns irgendwie weiterhelfen. Ich gehe auf den Spirit, aber es könnte genauso gut was anderes sein. Die Mare hätte auch gut sein können. Das wären so die beiden, zwischen denen ich mich entschieden hätte. Und es ist ein Spirit. Stark. Stark. Nice. Also, der Moroi wäre die Sanity niedriger gewesen. Beim Deo-Gen hätten wir wahrscheinlich Dots gekriegt. Poltergeist wäre aktiver gewesen. Dann blieben nur noch Mare und Spirit. Und die Mare habe ich jetzt nicht so richtig gefühlt. Klar, ich habe jetzt nicht so viel an dem Lichtschalter rumgebastelt. Aber der hat nichts am Lichtschalter gemacht. Deshalb habe ich mich jetzt für den Spirit entschieden. Ja. Aber wir müssen auch wieder dazu sagen, dass wir echt lucky waren, dass wir zwei Beweise gekriegt haben, ne? Ja, gut. Aha, da hat er was geschmissernote. Bist du hier? Ich würde sagen, ja. Nun gut. Dann nehmen wir das jetzt erstmal so an. Am Ende des Tages haben wir doch nicht so einen langen Weg. Das ist sehr gut. Wenigstens das. Ganz genau, Igen. Jetzt haben wir drei Interaktionen, dreimal die Tür. Wenn wir Glück haben, haben wir sogar ein EMF5. Swiper, nichts klauen. Swiper, nichts klauen. Swiper, nichts klauen. Das ist alles nicht deutlich. Ein Dreier kann es halt nehmen, 5 sein. Muss es aber nicht. Da hätte ich gerne mehr. Wir haben so viel Sanity, das ist so unglaublich. Swiper nichts klauen. Aber der hat schon Bock. Der hat wieder was geschmissen. Bist du hier? Bist du jung? Bist du alt? Was willst du? Bist du hier? Wir warten, bis er was geschmissen hat. Hi, I'm Steven. Oh, Steven. Ich grüße dich. Hi. Wir warten, bis er was geschmissen hat. Dann gehen wir da hin und halten mal unsere Box an. Und dann gegen, gucken wir, was dann kommt. Bist du hier? Bist du jung? Nun gut. Wir haben Buch. Nehmen wir. Okay, lassen wir aber zusammenfassen. Euer? Wir scheinen keine Dots zu haben und wir scheinen keine Box zu haben, was den Goryeo ausschließt. Mühling wäre noch spannend, dann müsste er nämlich mit uns quatschen, so wie jetzt. Ja. Und vielleicht haben wir auch ein EMF5. Dots wäre großartig. Dots wäre richtig gut, wenn wir noch welche kriegen würden. Hätten wir direkt einen Fay. Das Kruzifix da oben umgedreht. Seht ihr das?
Der Schlingel. Nehmen wir an, wir kriegen MF5 Shade Mühling. Ein Fey! Nein, ist es nicht! Warum ist er so schnell? Warum hattet er so schnell? Dämon! Das ist ein Dämon! Das ist ein Dämon! Nice! Ja, geil! Sehr cool! Aber warum ist es ein Dämon? Dämon ist der einzige Geist, der der Konstellation so früh hunten kann. Außer der Fey. Aber der Fey wäre viel schneller. Also das Achievement eigentlich schon? Nein. Leider nicht. Es sei denn, wir standen schon so lange jetzt im Geisterraum. Ah, ich weiß es nicht. Lass mal eben gucken. Ja, okay, nevermind. Ja, der Dämon ist der einzige Geist, der bei so einer hohen Sanity irgendwie überhaupt anfangen kann zu handeln. Wir haben ein Buch, was den Mimic auch vollständig ausschließt. Ja, als Möglichkeit, dass der Mimic den Dämon nachgemacht hätte. Aber nein, mega dankbar, dass wir einen Dämon haben. Super dankbar. Ciao mit V. Das war die Weekly, Freunde. Hoffentlich. Danke. Und da haben wir die Weekly. Die wöchentliche Herausforderung haben wir fertig. Hat ein bisschen länger gedauert. Keiner mag den Goyo. Aber na gut. Immerhin. Los geht's. Weiter geht's.